weiter geht's mit dem nächsten Event. Aber da ein bisschen Kohle verdienen. Mir ist so aufgefallen, dass ich immer die gleichen Gegner habe, immer die gleichen gegnerischen Autos. Das kann momentan keine Abwechslung drin. Das erinnert mich ja so ein bisschen an Need for Speed Pursuit. Das Ding hier. Nochmal Platz mit dem kleinen Flo. Das ist ein Rundkursrennen, okay. Ja, ich habe so ein bisschen gehofft, dass es wieder Richtung Need for Speed Underground geht. Aber es ist ja ein bisschen was anderes. Es ist ja ein bisschen Need for Speed Pursuit. In etwas abgespeckten Formen. Aber es macht durchaus Laune. Ich liebe solche Rennspiele ja sowieso. Ma! Bleibst du mal hinter mir? Ich mag es nicht, wenn man mich einfach überholt. Kurz noch zurück, mal wieder ein bisschen was fahren. So, letzte Runde. So. Und damit haben wir das Rennen auch vor der Karte gestrichen. Läuft. 12.000, sehr schön. Ja gut, gegen die Gegner war das auch nicht schwer. Sind alle 40 Leistungsstufen unter mir. So. Dann haben wir jetzt irgendwo noch ein Event, hoffentlich. Ansonsten fahre ich jetzt links. Ne, da oben ist kein Event mehr. Das heißt, wir fahren
Hier, links weiter. Oder hinten den Kopf. Fahren wir mal vorsichtig. Das eskaliert immer so schnell. Ich weiß gar nicht warum. Naja, die sind auf einmal so schnell gekommen, weil ich Blitze ausgelöst hat. Ich habe so zwei, drei Blitze ausgelöst und auf einmal stand sie hinter mir. Hä? Na gut, aber wenn du mit 160 durch die Stadt und da geblitzt wirst, dann dauert es wahrscheinlich nicht lange, bis die Cops kommen. Ja gut, das eine ist das wahre Leben, das andere ist Spaß. Von daher. So, Geschicklichkeitstest will er mir haben jetzt. Was will er jetzt von mir? Was wollen denn da jetzt von mir? Hey Dex, schön dich wiederzusehen. Ich zeig dir den Weg zur Strecke. Mir nach. Na komm. Die nächste links. Ah, nicht Lukas diesmal, hm? War ja klar. Bieg rechts ab. Wir sind auf diesen Straßen aufgewachsen. Lukas und ich sind im gleichen Alter, auch wenn er eindeutig verlebter aussieht. Ach komm, rechts ist das Gaspedal. Auf der Strecke, zu der wir gerade fahren, sind wir zu Racern geworden. Ich glaube, es ist eine Art Wasseraufbereitungsanlage. Da hat's gestunken wie in der Hölle. Weshalb sie perfekt war. Dreckige Luft und freie Straßen. Einmal ist Lukas fast in einen offenen Abwassertank gedriftet. Aber keine Sorge, er ist inzwischen abgedeckt. Sag mal nicht, dass ich driften muss jetzt. Jetzt veranstalte ich hier Trainingsrennen für die Neuen, damit ihr euch beim Showdown nicht blamiert. Und wenn du mich beeindruckst, habe ich vielleicht was für dich, um deinen Wagen für den Showdown fit zu machen. Link, großartig. Was ist das für ein Auto, was dir fährt? Ist das Skyline? Ja. Da sind wir. Dann zeig mal, was du kannst. Oh, bitte. Ja, schauen wir mal. Das hat sie nur ein Rennen. Okay. Rundkursrennen, Loop-Alarm. Bleib an mir dran! Oder geh selbst in Führung! Ja, ist gut. Ich kümmere mich schon drum. Geh mal weg. Nochmal, ich mag es nicht, wenn man mich überholt. Ist nur ein Kratzer. Ja, auch nicht du. Naja, ist aber nicht schlimm. Hier unten.
Es geht auch nichts über freie Straßen. Du gibst nicht auf, oder? Boah, Alter. Drecksack. Wo ich das Schild überholen, hat er mich schon an das Schild gedrängt. Na, pass auf. Mach ich jetzt spielen was? Also ich spiel mal mit. Spielen wir das kleine Assi-Spiel auch mit, was du da meinst. Ich kann auch Arsch sein. Gut gemacht. Jetzt kommt's drauf an. Das ist nett. Und dafür nur 9000 kassiert. So. Wunderbar. Der Test ist auch abgeschlossen. Gut. Dann haben wir das Thema auch erledigt. Ich glaube, ich habe alles und alle Rennen. Warte mal, dann gehe ich jetzt in die Garage. Warte mal. Wenn sich. Wo ist denn hier oben irgendwo, ne? Ja, da. Was haben wir hier? Ist das so ein Ding? Okay. Warum auch immer. So, dann spielen wir das Spielchen mit. Komm rein, entspann dich. Kann ich was für dich tun? Bessere Kurbelwelle reinsetzen. Ja, 7, okay. Dann gehst du das auf 7. Okay. Gut, dann haben wir das auch soweit. So, und dann müssen wir jetzt auf der in die Nacht Rip-Punkte sammeln. Leck mich doch am Arsch, wenn sie wieder da. Ich brauche aber kein Geld, ich brauche Erfahrungspunkte vor allen Dingen. Ist hier noch was Neues? Ja, da oben ist was Neues. Sehr schön. Wir haben nichts in der Nähe, ne?
Ah, Hilfe, aua. Boah, haut doch mal voran von mir. Immer diese Geisterfahrer hier. So, wir finden 2300. Ich hoffe, dass ich jetzt relativ bald diese Scheißstufe 7 habe, damit ich mit der Story nämlich weitermachen kann. Vor allem links. Mit dieser, mit der Aina. Mal gucken, was haben wir jetzt für ein Auto fahren. Ich muss mal beim Autohändler gleich vorbeischauen. Ich habe so ein bisschen das Auge auf den Lotus geworfen. Na gut, machen wir jetzt trotzdem Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.